Wir brauchen hier nochmal ganz kurz die Torlinientechnik, müssen wir nochmal zum Einsatz bringen und das uns nochmal genau anschauen. Was okay, da fragen wir, okay, da fragen wir Isa, die ist unparteiisch. Ja, wiederholen, können wir jetzt das Go wieder einen Clip von haben? Das Problem ist, wenn jetzt Kras tatsächlich Kras kommt, bist du aus ausgestiegen und aus Daniel gezogen. Was ist das denn jetzt? Craft Attack 10 mit mir, Basti GHG. Also, hallo, willkommen zu Folge Nummer 31. Das ist alles ein bisschen stressig jetzt. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Es ist ein wenig fortgeschrittener an diesem Tag und ich hatte heute eigentlich einen super Plan. Ich bin heute um 16 Uhr live gegangen, denn ich wollte heute einen 3 Stunden Deathrun spielen. Einen Amplified Welten Deathrun. Kommt auf dem Main Channel noch online, denn um 20 Uhr war meines Erachtens heute die Eisboot-Weltmeisterschaft. Das Ding ist, was ich dann erfahren habe, als ich live gegangen bin, ist, dass die Spiele um 18 Uhr sind. Weswegen ich eigentlich dachte, okay, dann kann ich bei der Eisboot-WM nicht mitmachen. Mir hat jetzt aber keiner weiter Bescheid gegeben. Ich dachte, ich bin raus. 3 Stunden später, die Spiele sind wohl jetzt. Was bedeutet, dass wir wohl doch bei der WM sind? Ich weiß nicht, ob wir... Ich weiß nicht, was hier richtig los ist. Ich weiß generell nicht, was uns hier erwartet. Ich hoffe, dass es euch allen aber soweit gut geht. Ich hoffe, ihr habt schon einen Like da gelassen und diesen Kanal abonniert. Ich weiß ehrlich nicht, was uns heute hier alles so erwarten wird. Hallo. Yo. Heiko, warum sagt ihr? War sehr anstrengend. Warum sagt ihr mir nichts Bescheid? Ich habe nichts mitbekommen. Ich wusste nicht, was mit Chat ist und keine Ahnung. Aber es ist, also wir spielen halt um 21 Uhr. Jetzt ja, dann. Bro, ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist jetzt gelaufen. Auf einmal schreiben mir alle, dass ich jetzt spielen muss. Alle warten auf mich. Ich habe gedacht, das ist schon alles vorbei. Also, ja, hier, also es war jetzt halt gerade so eröffnungsmäßig und jetzt sind halt die anderen Spieler, aber das dauert halt ewig. Also die spielen jetzt immer 15 Minuten und dann sind wieder Pause, dann spielen die nächsten. 15 Minuten, ein Spiel? Ja, also ein Match komplett gegeneinander praktisch. Was? Ja, dreimal 5 Minuten. Ein Spiel, 15 Minuten, wie viele Spiele gibt es? Ich glaube 6. Deswegen, ich glaube, man wird halt eh nicht alles davon verfolgen wollen und so. Ja. Weil sonst sitzt du ja halt legit 3 Stunden. Um 21 Uhr geht's einfach nur los. Dann ist unser Spiel. Dann ist unser Spiel, ja. Also, Zusammenfassung. Wir werden jetzt, glaube ich, unser erstes Spiel haben. Wir checken ganz kurz. Okay, mit so einem kleinen Trinkgeld. Auf nett, auf süß, okay. Nehme ich. Wir haben... damit den Dia-Stand. Ich will gar nicht zu viel sagen zu diesem Schalker-Shop, aber Leute, bitte unterscheidet zwischen einfach, was in-game passiert und was im Real-Life ist. Also, ich will gar nicht zu tief ins Detail gehen, aber ich hab schon die verschiedensten Sachen gelesen, dass ich mich seit Craft Attack verändert habe, weil ich meine Schalker so teuer verkaufe. Leute, bitte, es ist halt einfach nur der Craft Attack Shop. Es ist wirklich nur, es sind Diamanten, die ich in-game verlange. Bitte, bitte nehmt das hier nicht zu ernst. Ich bin froh, dass wir ein paar Schalker verkaufen und ich dafür ein paar Dias bekomme, aber es ist, ja, bitte, ich denke mir auch nicht so viel dabei. Wir gehen jetzt erstmal rüber zum Stadion. Da müsste es eigentlich relativ voll sein. Wie gesagt, wir sind die absolut Letzten. Mein Team besteht aus Heiko und Stegi. Und ich muss ehrlich sagen, das Ganze ist auch ein bisschen chaotisch, immer zu zocken. Heißt, ja, ihr habt es ja vielleicht in der ersten Folge gesehen. What the fuck? Digga, der Arme, jetzt muss er wieder von vorne herlaufen. Ist das hier das, Fußball-Event? Ja, genau. Ja. Na, Stegi, ich hab nicht gewusst, dass jetzt überhaupt was stattfindet. Ja, doch, findet es, aber das wird richtig geil, glaube ich. Ich glaube, wir spielen nicht mal richtig, sondern wir machen nur, wir sind sogar Sieger-Bracket jetzt schon. Wir sind im Sieger-Bracket, ja. Ohne dass wir gespielt haben. Hat sich so angehört. Ja, wir sind Halbfinale praktisch. Warum auch immer. Ich hab auch so schön. Lass echt mal verlieren. Alright. Naja, dann kann ja nur gut werden. Es wird geil. Es wird richtig nice. Wie steht's? 2-0? Ah, jetzt 3 Dia. Ja, 2-0. Ah, jedes hat einen anderen Free. Preis. Sagst du zu illegalen Sportwetten? Geil. An welches Team wettest du? Wette also. Na? Du kriegst, wenn du auf Team Blau wettest, weil die jetzt schon 1-0 hinten auch sind. Auch du zufällig hier? Ja, zufällig. Wie läuft die WM? Ist cool. Läuft super. Bin Topscorer von meinem Team. Ehrlich? Mhm. Ja, ich merke schon, hier ist ordentlich was los. Wann spielst du? Ich glaube um 9. Oh. Yes. Guck mal, das ist halt wirklich tough. Erstmal das Ding zu hooken und dann die Hook nicht zu verlieren. Guck mal, Klim hat ihn jetzt gerade. Er schießt, aber... es fliegen in der Zwischenzeit einfach so 2-3 Boote einfach dazwischen. Es ist halt so schwierig, dann überhaupt zu timen. Und teilweise, wenn du dann das Boot drehst, kannst du auch nicht rodden. Du kannst nur manchmal rodden. Und wenn du zu nah an der an diesem Boot bist und Rechtsklick drückst, um es zu rodden, ja, dann setzt du dich einfach rein. Du darfst es halt auch nicht unaimen. So, Veni hat jetzt eigentlich freie Bahn, aber blockt das Boot selber. Also, es ist halt super wenig Movement drin und immer wieder setzt man sich aus Versehen in das andere Boot und, ja... ich bin jedenfalls gespannt, was dann bei unserem Spiel gleich abgehen wird. Bitte das Team GHG daher bitten und das Team Lisa Urotox und Kroko. Einmal bitte aufs Spielfeld, damit wir euch alles erklären kommen. Ja, ich guck das Stream.
Wir werfen jetzt eine Münze für das Team von Blizzard, ob sie rot behalten können. Wenn Zahlen bedeutet, dass sie rot behalten. Basti ist jetzt ja etwas später dazugekommen. Es gibt einen großen Haufen an Diamanten zu gewinnen. Weil wir 5 Teams haben, haben wir es ein bisschen zugelost, welches Team dann später im Halbfinale antritt. Ihr tritt jetzt quasi gegen ein Team an. Das ist alles per Zufall. Ihr tretet jetzt aus dem Team aus der ersten Vorrunde an. Und die Regeln. Einmal, ihr kennt es noch. Der Ball in der Mitte, den ich gleich am Anfang setzen werde, muss ins Tor gebracht werden. Dabei dürft ihr die Boote benutzen zum Pushen, zum Blocken, wie auch immer. Ihr dürft die Angeln benutzen, um das reinzuschießen. Wenn euer Boot im Tor kaputt geht, bitte am Tor direkt da mit der Leiter auf diesen Steg. Ihr dürft euch dann ein neues Boot hier holen, wieder ins Spiel einsteigen. Nicht über Spielfeld rennen. Danke. Genau, das gibt eine gelbe Karte. Beim zweiten Mal gibt es einen Punkt für das gegnerische Team. Dann solltet ihr aus Versehen in den Ball einsteigen. Nicht schlimm, schnell raus wieder. Ne? Ihr dürft den Ball aber nicht bewegen. Was Hugo vorhin gemacht hat, hat dazu geführt, dass das gegnerische Team einen Punkt bekommen hat. Und spielt ein Best of 3. Okay? Mhm. Egal was passiert, wir bleiben für immer ein Team. Die Leistung ja. Jedes Einzelnen. Wir sind so stark wie das schwächste Glied. Das gibt es nicht. Wir bestehen alle aus Stahl. GHG auf 3. 1, 2, 3. GHG! GHG auf 3. Wir haben ja schon auf 3 gesagt. Du hast ja die 3 gesagt. Also GHG! Ah. Wenn ihr wollt, pusht ihr lieber ein bisschen rein. Ich versuche vielleicht ein bisschen hinten. Hugo darf. Hugo muss leer machen. Okay. Hugo so. Anfeuern, genau. Frage an Digga, er hört seid ihr bereit? Einmal nicken. Ich bin der Captain und ich sage, wir sind bereit. Alle bereit? Wir sind alle bereit. Okay, super. Das ist die Taktik. Stegi versucht direkt einen Early Push. Go! Los geht's! Okay, go, Stegi, komm! Raus aus dem Ball! Ich hab ihn, ich bin hooked! Achtung, ich zieh! Ich kann nicht mehr bewegen. Nee, hat nicht geklappt. Ich muss mir ein neues Boot holen. Geh! Jetzt seid auf euch alleine gestellt. Geh! Digga. Wir haben schon ein Tor, oder? Ja. Haben wir ein Tor? Nein, sie. Nee, eins bekommen. Hey, hat sie uns schon ein Tor gemacht? Ja. Oh Gott, wie er das sagt. Ich check gar nichts. War noch eins, oder was? Ja, ich glaube schon. Hä? Wir haben jetzt gewartet. Ihr müsst einfach early pushen. Zieh dir Blöcke! Oh, zieh! Oh, kein Bock. Hab! Ich zieh! Oh, du hast selber geblockt. Stegi, du hast noch hooked! Digga, Stegi, oh mein... Nein, dafür kriegen wir gelbe! Gelbe Karte, ja, die nehme ich gerne. Bro, du bist übers Spielfeld gelaufen, deswegen. Ja, die nehme ich gerne. Ja, du hast doch das Ding gezogen. Ja, ich glaube, das war aber Gag. Basti, du hast, ne? Du bist hooked. Oh, warte! Kacke! Nein! Ich hab den selber geblockt! Oh nein. Oh. Das, der ist drin. Ja. 2-1. Der ist drin, den haben wir. Sehr gut. Direkt wieder hin. Direkt pull. Nächster Push. GHG, bitte, GHG! Guck. Ich hab ihn. Was war das jetzt? 3-0 oder 2-0? GHG! 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 Weiter so, GHG! GHG! Stegi, du hast, oder? Oh, es ist so hart zu schießen. Geil! Oh mein Gott! Habt ihr gesehen, wie ich den abgeleitet habe? Ja, das der war geil. Oh mein Gott, direkt Mitte. Let's go! Ja, der ist das. Nur noch ein Drücken. Nein! Oh mein Gott, der Safe! Was war das denn? Versuch einfach reinzuschieben, maybe. Ja, so, gut. Ja, der ist das. Ja, let's go! Alter! Let's go! Bro, was ein Comeback! Wir haben es einfach 3-2 gedreht! Alter! Also es gibt noch... Sehr, sehr gut! GHG, einen Punkt! Und es geht weiter, wir kommen damit zum zweiten Spiel. GHG braucht jetzt noch einen Punkt, um ins Finale vorzubringen. Es geht weiter mit dem zweiten Spiel. In 3, Basti, du bist im Sturm, ne? 2, ja, ja. 1, go! Los geht's! Sehr gut, Lars! Wir gehen in die Flanke. Bro, das Tor. Was ob der da stehen bleibt? Was ist das? Ist drin, ne? Zieh ihn raus, Tier. Den schafft ihr, komm, ihr blockt den noch. Tor. Okay, dann aber direkt komm. Es bleibt spannend. Direkt Mitte. Die stehen scheiße. GHG, komm, pusht euch! Bro, da stehen ich zieh direkt. Wichtig. Ja, ihn. Drin. Nee, ja. Haben sie nochmal? Ich hab ihn noch. Okay. Nee, ich hab ihn rein, oder? Sehr gut, drin, boom. Schön. Komm, weiter. Direkt nach wieder. Ja, direkt so richtig frech stehen, im Rücken von denen direkt stehen, weißt du? Scheiß drauf. Oha, Hugo und Stegi. Mann, Junge. Oh. Es ist so buggy, Alter, es ist so komisch. Ja. Jetzt komm. Zack. Ja. Digga, was wieder ab irgendwo, keine Ahnung wo. Einfach vor, einfach jetzt so reindrücken. Ja, der ist drin. Jawoll. Ja. Nur drücken. Schön. Boom. 2-2. Sehr gut, ihr müsst mit, schnell. Sehr schnell. Ja, perfekt. Ich hab sein Boot kaputt gemacht, oder? Nee. Ich hab ihn. Sehr gut, ich auch. Ja, zieh du vor, Basti, zieh. Nee, ich hab ihn nicht mehr, du musst ihn ziehen! Ich hab kurz so, ist nichts passiert. Doch. Oh, jetzt, Heiko, du hast ihn gerettet. Sehr gut.
Wir machen jetzt Fragen, glaube ich. Ja, schön! Let's go! Das ist ich weiß nicht, ob das war. Der war nix, der war gar nix! Doch, der war drin, der war drin, der war drin. Fest GG! Oder besser GHG! Yeah! GHG! Perfekt! Finale! Wir gehen ins Finale! Müssen wir uns das nochmal genau anschauen, gerade? Was war los? Was war los? Nein, wir müssen uns da nicht. Heiko war nicht in seinem Boot beim Boot. Ich hab da noch zu. Ja, ja, okay, okay, okay. Okay, okay. Carsten, nochmal deine Sicht der Lage gerade beim letzten Tor. Das habe ich auch erahnt gerade, dass das so sein könnte. Wir brauchen hier nochmal ganz kurz die Vorlinientechnik. Müssen wir nochmal zum Einsatz bringen und das uns nochmal genau anschauen, was hier eigentlich ist. Okay, da fragen wir Isa. Die ist unparteiisch. Ja, wiederholen, ne? Können wir dann Clip von haben. Das Problem ist, wenn jetzt Carsten tatsächlich rauskommt, ist er ausgestiegen und aus Bannerball gezogen. Was ist das denn jetzt? Ja, ne, mein Boot ist kaputt gegangen halt und in dem Moment habe ich gezogen. Komm! Geh, gewinnen! Ja, wir haben ihn! Ja, ja! Digga! Hab's nicht gesehen. Jetzt geht's auch nicht. Das Finale läuft tatsächlich jetzt anders ab. Es geht jetzt ja wirklich um relativ viele Diamanten, um sehr, sehr viele Emeralds und ja, doch einen ganz netten Preis. Das kriegt dann das Wie Team, ihr könnt es untereinander aufteilen. Wie viel haben wir? Circa eine Schalkerkiste voller Dia-Blöcke, sponsert bei Venicraft. Emerald-Blöcke. Emerald-Blöcke. Oh Gott. Digga, Emerald-Blöcke. Dankeschön auch nochmal natürlich an Cast für die Dia-Blöcke, die er bereitgestellt hat. Schaut gerne bei seinem Raketenshop vorbei. Er hat 10 Dia-Blöcke hier springen lassen. Große Sache. Sehr cool. Dafür spielen wir jetzt ein Best of 5. Das heißt, ihr müsst 3 Spiele für euch entscheiden. So viel? Ja. Hast du Angst? 3 Angeln halt. Halten die Angeln nicht so lang. Ja, ziehen wir. Neue Angel holen und so. Nimm eine zweite Angel. Best of 5 hinten spielt. Sobald ihr 3 Spiele vor euch gewonnen habt, seid ihr damit durch. Ihr seid die besten Teams, die jetzt gegeneinander antreten. Das wird spannend. Das ist der wir holen Sport, das, Basti. Es geht um viele Dias. Seid ihr bereit? Es geht einfach um deine Dias. Das ist so Quatsch. Ja, ich gerne zurück. Seid ihr bereit? Team Rot? Nee, es fehlt noch einer. 3, 2, 1, go. Los geht's. Viel Glück. Schön auch, Basti. Schön. Gut dran. Basti, machen rein. Sehr gut! Was? Nein, was war das denn? Ja, nochmal ein bisschen Schusskraft verloren. Spargenboot, illegal. Einfach drücken, einfach mal, pressen. Guck mal, wenn wir den jetzt hier... Ja, Pressball, Digit, ja, Pressball, Pressball. Ich hol. Und die ziehen. Ich habe auch, zieh. Ja, deiner. Komm, einfach drücken, drück. Alle rein, alle fahren drauf. Ja, Spargen macht ihn selber. 1-0. Oh. Ich zieh. Wichtig. Oh, komm. Gut, du hast einfach reingemacht. Drücken. Einfach drücken. Wir können drücken. Komm. Drück mal Ball. Hey, Digga! Jo. Ja, das ist aber illegal! Junge. Da sich reinzusetzen! Ja, das ist unfair! Jo, Schiri! Hast du es gesehen? What the fuck? Digga, wir haben Brüll. Nach der Runde uns das genau anschauen. Ja, das eben. Ja, komm. Nach der Runde. Was? Oh no. Naja, du. Schade. Digga! Warte, direkt, komm. Ja, scheiß drauf. Ich check nicht, welche Seite wir müssen gerade. Ich war so. Der ist gut. Hey, ist der drin irgendwo? Der ist drin. Ja, aber für wen? Klimblock. Die haben ein Tor gemacht. Ja, deswegen meinte ich. Du hast ihn zu denen und die haben ihn komplett zu uns rüber. Was? Das war so komisch wieder. Ja. Ich dachte, dass wir eins haben. Ich dachte auch. Also, gewonnen hat jetzt Team Blau erstmal den ersten Satz an der Stelle mit 2-1. Team Blau! Aber, ganz genau, trotzdem würde ich sagen, es ist natürlich alles noch offen. Team BIP hat wieder zurück in die Boxen, wir machen direkt weiter ohne Verzögerung. Es kann sofort weitergehen, Ladies and Gentlemen, alle bereit? Super, dann geht's direkt weiter. Die zweite Runde, das zweite Satz wird gespielt. Es geht los in 3, 2, 1, go! Oh, einfach boah, Alter, was eine, sag ehrlich, stark. Was eine Aktion. War stark. Sehr gut. Oh, ich hab gedacht, dass... Oh, ja. Schön. Hä? Bro, das Digga. Ist so scheiße. Das Digga. Boot ist neben mir, plötzlich ist es ein Tor. Ich hab keine Reaktionszeit. Digga, das war ein Tor gerade? Das war ein Tor für die, ja. Team Rot, ihr wisst, was ab jetzt bedeutet. Team Blau hat einen Matchball, das heißt, sollten die erneut den Satz für sich gewinnen, heißt das, dass sie das Game gewonnen haben. Sind alle Spieler bereit? Und es geht weiter in 3, 2, 1, go! Ist alles noch offen für ein Comeback, Jungs? Ja. Du warst jetzt mal weg gerade? Ja, meiner? Einfach reinfahren, Ja, auf geht's, 1-0. Tor, 2-0. Wie auch immer wieder. Das war mein Schuss. Hab wieder einen Frame gesehen, einfach kurz. Ja.
GG. Das heißt, Team KG hat den Anschluss. Ja, 2:1. Trotzdem bleibt weiterhin Matchball für Team Blau. 3, 2, 1. Chigi, go. Auf geht's. Schönauk. Direkt vor. Ich zieh. Boots. Ja, eigentlich ja. Gar nichts. Junge, die setzt nicht so Zeit. Das Ding. 2-1. Boom! Ah, 2-1 erst. Oh no. Believe the dream. Die Zeit ist leider um. Spannung auf dem anderen Niveau. GG! Aber let's go! Team Beni, Kim und Spike. Unglaublich, das war richtig, richtig stark. Ja, safe. War ein cooles Event. Hat Spaß gemacht. So, wir danken nochmal allen fürs Mitspielen und weitere Events folgen. Denkt dran, das Charity-Event findet auch noch statt, an die es noch nicht gemacht haben. Es gibt eine Abstimmung gerade im Discord, die geht bis zum 1.12. bezüglich des Charity-Events. Und dann sehen wir uns spätestens da alle wieder. Nice. So. Danke fürs Mitspielen. Vielen Dank auch fürs Organisieren. War wirklich ja, so eine geile Arena und alles. Baust du die Base weiter? Nee, wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen darum kümmern. Wir hatten ja so ein paar Probleme in unserer Basis. Und zwar sind diese Probleme auch behoben. Wir haben uns gestern Late Night noch hier hingesetzt und haben ein bisschen hier weiter abgebaut. Wichtiger hat das Ganze noch zu Ende gebaut. Wir hatten das Ganze hier 3 Blöcke zu kurz gebaut. Und wir müssen dementsprechend auch nochmal die Nebeldecke 3 Blöcke erweitern. Das heißt, wir müssen diese 3 Blöcke oben, und ich glaube, das machen wir jetzt auch erstmal, diese 3 Blöcke müssen wir auch nochmal weiter verschieben. Ich glaube, wir sollten dafür eigentlich auch nochmal die Blöcke haben. Aber steht dann die Pyramide mittig? Ja, die bleibt weiterhin mittig. Also das Nebelloch entscheidet nicht, inwiefern das mittig ist. Erstmal müssen wir uns um diese Blöcke hier kümmern. Die müssen nämlich weg. So, das müssen wir alles einsammeln. Kommt aber dann alles nochmal versetzt ran, ne? Warum jetzt wieder ab? Also, um es nochmal zu erklären. Ich mache das hier gerade, weil... Chiseled Stonebricks? Tough. Und dann geht's hier nach oben mit Basalt, etc. Hier ist der aktuelle Stand so gewesen. Hier war die Wand. Also hier kam die Wand zu früh, ne? Weil hier muss ja noch 2 Blöcke für Tough. Und dann kommt er an der 2 Blöcke für Tough und dann kommt die Wand. Das war aber vorher nicht so. Es war vorher die Wand so. Deswegen mussten wir die gesamte Höhle um 3 Blöcke erweitern. Weil ja hier die Wand rankommt, dann willst du ja nicht, dass das Nebelloch dort zu Ende ist. Das Nebelloch muss ja gleich sein, also gleich verlaufend mit der Wand. Genauso wie hier. Da ist es auf einer Ebene. Checkst du? Was würdest du sagen, hat sich für dich in den letzten Jahren auf Twitch, YouTube an Content für dich verändert? Hast du andere Motivation? Hast du noch genauso viel Spaß wie an Day One? Ich habe nicht mehr so viel Spaß wie an Tag 1, sondern ich denke mehr sogar. Ich finde, Spaß ist auch so ein Indikator, der halt schwer zu messen ist, aber wenn ich halt daran, also wenn ich halt vergleiche, bin ich halt so viel stolzer auf meinen Content oder so zufriedener mit dem, was ich halt mache im Vergleich von vor ein paar Jahren, aber hängt auch einfach damit zusammen, dass es halt einfach viel professionellere Strukturen eben mittlerweile sind, aber guck mal, ich kann jetzt auch nicht sagen, wie ich halt teilweise als 18-Jähriger oder als 25-Jähriger halt mich gefühlt habe beim Videos produzieren. Das war halt schon teilweise unterschiedlich. Alright, Part 1 done. Wir haben den kompletten Concrete-Rahmen einmal verschoben. Super, es geht weiter. Next step ist Glas. So, alright, Nebelloch ist einmal erweitert, sodass wir uns auf den Bau des Bodendesigns, Boden-Wanddesigns, weiter konzentrieren können. Dementsprechend ist der große Fauxpas ausgeglichen. Wir sollten jetzt eigentlich mit gutem Gewissen hier weiterbauen können. Und das sollte eigentlich niemandem auffallen, dass das hier nachträglich da erst erweitert wurde. Gut. Chiseled Stone Bricks. Jetzt ist nur die Frage, wo die jetzt nochmal wieder sind. Ja, wir haben also Schalker technisch vom System, habe ich mich hier lange... Na komm, es findet sich alles an. Also 5x, 4x, 3x, 3x, 2i und dann jetzt die 2er connecten bis zum Ende. Perfekt. Yo. 4i. Hallo. Yo. Was geht ab? Nicht viel, was geht bei dir? Ey, bisschen abhängig. Ich habe immer noch ganz schlimme Inhaltprobleme. Aber jetzt, glaube ich, geht's gerade. Ja, ich habe schon mitbekommen, also nur über den Chat oder so. Ich habe gar keine Struggles. Auch nicht beim Raketenfliegen? Gar nichts, ne. Ey, jetzt geht's bei mir eigentlich auch. Wie läuft der Boden? Gut soweit. Ich habe, falls es dir aufgefallen ist, den großen Fauxpas behoben.
Hier die Wand, meinst du? Ja, wenn du nach oben guckst, dann fällt dir auf, dass das Nebelloch gewandert ist. Nein. Ja. Das heißt, du hast es einfach größer gemacht. Genau, drei Blöcke verschoben. Ja, genau, aber nicht, also du hast nicht die andere Seite dann wieder kleiner gemacht. Genau, nee. Oder was? Okay, okay. Hier muss ich auch noch einen Block abbauen, aber das könnte nochmal eine Sonderwand werden. Mal sehen. Hello. Ja. Hi. Yo, 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 yo. Machst du nochmal Level, Veni? Ja. Okay, so. Wie viel hast du schon? 657. Ah, okay. Hast du ich hab die Raid Farm jetzt ausgebaut und jetzt hoffe ich spawnen keine. Ja. Okay, was war das Problem? Was denkst du? Ganz stupid guess, aber das Ding funktioniert so, die Mobs droppen mir alle und kriegen Fallschaden, ja? Ja. Und Hexen sind ja konditioniert, je nachdem durch was sie Schaden bekommen und wenn sie Schaden bekommen, dass sie Tränke verwenden. Ja, genau. Und Raid-Hexen trinken aber nicht selber, sondern die splashen immer. Ja. Und die meiste Zeit, wenn die landen, dann werfen die entweder einen Regeneration Pot, weil die Damage bekommen haben, oder eine Fire Resistance, weil sie auf Magma-Blöcken stehen. Und ich kann mir aber vorstellen, dass manchmal, wenn die gedroppt sind, die eine Instant Health geworfen haben. Und wenn das genau in dem Intervall war, wo ich nicht geschlagen habe und die haben einen Evoker damit vollgeheilt, weil es zwei Hexen oder so gleichzeitig waren, dann habe ich den nicht getuhittet oder gewonnetet und dann hat der Zeitwechsel zu spawnen. Oh, okay. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe das Schwert jetzt gechanged auf Netherite und eine Stärke 2 Beacon reingemacht. Mhm. Und jetzt soll es hoffentlich reichen. Ich habe jetzt vorher die Farm getestet, so eine 30 Minuten, und ich habe alles gewonnetet, immer. Aber keine Ahnung, es sind die Wechsel spawnen halt so selten, so einmal alle 1-2 Stunden oder so. Das sieht richtig krass aus hier. Findest du? Das freut mich. Ja. Diese Wand da drüben, das sieht so aus wie Lichtquelle in Minecraft, so richtig weit weg. Also, ja, ja, ja. Wenn das alles so hell wird. Wenn du von, du musst mal von hier oben gucken, komm mal hier hin. Wenn du halt jetzt hier so guckst, finde ich halt den Kreis halt, der ist halt einfach geil. Einfach Sonne. Aber was wird in der Mitte mit dem Aquarium noch gemacht? Bleibt das so, oder? Das Aquarium ist noch nicht ganz fertig, da muss noch viel mehr leuchten und nochmal viel mehr Glowsquids und so. Generell soll das halt die normale Basefläche auch werden, aber irgendwie ist mir jetzt, also ich bin gespannt, wie ich das machen werde, weil mir ist mittlerweile der Boden ein bisschen zu schade, um da jetzt halt Base drauf zu ballern, so. Also mal sehen. Mal sehen, wie das alles wird, aber ich bin auch zufrieden. Aber es ist halt echt anstrengend, gerade das Ding zu bauen, dass es immer gleich ist. Ja, ja, verstehe ich. Lass uns auf den Weg machen. Ich habe gerade eine Einladung bekommen. Du auch? Ja, Heiko, hat er dir auch geschrieben? Was, hat er dir was geschrieben? Hat er es dir geschrieben? Hör ich nicht. Mir hat er nichts geschrieben. Du bist herzlich eingeladen. Heiko feiert seinen 26. Geburtstag. Wo? In seiner Base. Wann? Um 0 Uhr. Für reichlich Getränke und Essen ist gesorgt. Wir freuen uns auf dich. Und du kannst auch noch wen mitbringen. Steht da nicht. Nimm dich mit. Auf geht's. Wo ist er denn? Hallo? Hallo? Was machst du hier? Ich habe schon eine Einladung bekommen. Was macht ihr hier? Wo ist er denn? Das ist keine Einladung gewesen. Das ist nämlich ein Überfall. Du Scheiße. Das war eine Trap. Oh, Urotox. Das war ein Trap. Wir haben die Nachricht hier geschrieben. Alles bitte her. Drop deine Totem. Ich bin nicht Urotox. Ich bin Christian Ronaldo. Ja, dann wollen wir dich noch mehr. Das ist noch mehr Geld. Oh mein Gott. Oh mein. Ich sterbe wirklich. Oh. Hoppala. Wollen wir seine Stuff burnen? Und einfach. Gab's nie. Oh nein. Und das jetzt um 0 Uhr bei der Party. Es ist eine Katastrophe. Scheiße, der kommt hier niemals hin. Wo ist denn der? Gemerkt. Jungs, safe verfließt jetzt Stuff. Soll ich dir was hinstellen? Eine Chest oder sowas? Nee, warte, mach du. Ich hol ihn ab in Elytra. Warum hast du keinen Totem? Hast du eine Elytra oder so? Ja. Oh, danke schön. Schnell. Ich höre dich nicht. Oh, ich bin die ganze Zeit gemutet. Hallo, ihr Lieben. Wo ist der Kuchen? Happy Birthday zum Geburtstag, Heiko. Hier oben. Hier hoch müsst ihr, Freunde. Sorry für die kleine Verspätung. Es gab einen kleinen Zwischenfall, aber jetzt sind wir da. Heiko. Oh mein Gott. Hi. Geil, dass ihr da seid. Ey, das ist aber eine schöne Tafel. Danke. Ja. Yeah. Einfach nur vier Stühle. Ich wusste nicht, dass hier so ein Ansturm ist. Hätte man ja nicht wissen sagen können. Ey, danke. Ja, nee, alles gut. Danke für die Einladung. Alter. Nee, aber dann bedient euch. Ich habe Kuchen gebacken extra. Sind wir schon vollzählig? Okay. Happy Birthday, Heiko. Ohne Scheiß, Basti und ich haben uns was super krasses einfallen lassen. Dein Geschenk ist natürlich noch auf dem Weg zu dir. Ich pack das dann aus, wenn es da ist. Es könnte halt noch länger dauern, bis es da ist, oder? Vielleicht. Das liegt ja daran, dass Pakete manchmal einfach länger brauchen, wahrscheinlich. Urotox, was ist dein Geschenk für Heiko? Urotox, was hast du? Ich wurde gerade erst kürzlich eingeladen. Mein Geschenk braucht auch noch ein bisschen. Urotox. Im nächsten Crafting News Video singst du für ihn Happy Birthday oder so, dann bekommt extra so einen kleinen Bit von wegen Heiko hat Geburtstag, die Schlagzeile und so. Sag's ihm. Dein Geburtstagsgeschenk erwartet dich natürlich in den nächsten News.
Was? Ach so. Im Video. Ja, klar, im Video. So voll, ach, krass, boah, cool. So am ja, Anfang, auf jeden Fall. So ein Pre-Intro. Ja, ja. Das ist sau gut dann. Ey, ohne Scheiß. Mega gutes Geschenk. Und nee, das ist echt strong. Vini? Ich hab eine Überraschungsbox. Echt jetzt? Darf ich dir auch... Hast du gerade mein Geschenk geholt? Ja, ich hab das denn? Jetzt hab ich schon gesehen, der Karton war auch an der Seite. Ich hab das Geschenkpapier kurz abgerissen einfach. What? Wow. Österreichische Kraftstrahler. Die feinsten. Oha, danke, Vini. Und ein paar Totems. Alter, ihr habt auch damit angefangen. Das ist so geil, oder? Nee, danke. Nein, für dich. Nein, du, ey, wirklich, ach, das, ich, das ist so... Danke, ja, Bro. Ja, ist gut, das ey, muss wirklich. Nicht so festmachen. Ja, ja. Nein, ja, aber da, ey. Ja. Das ist krass. Ja. Das, Basti, darf ich dich auch umarmen? Ja, komm. Heiko, nur okay, heute. Komm, komm, Basti, komm. Oh, okay, es ist dein komm, großer komm, Tag. Komm, Basti. Hallo, ich würde dir alles Gute wünschen. Oh! Ey, danke! Hallo. Hi! Hallo! Dankeschön! Ja, alles Gute zum Geburtstag. Ja, morgen, ja. Ne? Morgen! Oh, sorry. Nee. Aua. Jetzt kommst du zum Geburtstag, wo ich gehauen, sag mal was. Ja! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Twitch, let's go! Alter, let's go! Twitch feiert auch mit, das ist doch geil! 50% könnten wir nicht machen, weil Streaming ist teuer! Ey, wirklich, dankeschön. Ja. Gerne, Heiko, du bist der Beste. Ey, sehr gerne. Ja. Ey, kommt's mal her, ganz kurz, kommt mal kurz hierher. Komm jetzt nochmal. Shit, komm. Basti auch, komm. Ey, wirklich, einmal. Er hat nicht wirklich Geburtstag gezogen. Er faked einfach. Ey, haben wir alle, wir ey, alle wirklich. Haben als Team das gut gemacht. Alter. Danke für die Hilfsabschiede. Ey. Alright, ich bin weg. Jungs, ich wünsche euch was. Wir hören uns. Jo, ey, ciao. Gute Nacht, was ciao, 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 ciao. Ich bin jetzt aber in der Luft stehen geblieben. Oh mein Gott. Hüpf's gleich. Ich bin schon weg. Ich bin schon lange weg.